11. Juli 1668. Eine unheimliche Stille liegt über der Küste Panamas. Noch wiegen sich die Bewohner der Hafenstadt Portobello in Sicherheit. Doch im Schutz der Nacht pirschen Piraten an Land, bis an die Zähne bewaffnet. Ihr Ziel, die Eroberung der Festung. Dort lagern sagenhafte Schätze aus Gold und Silber. Hinter den dicken Mauern, von den Spaniern rund um die Uhr bewacht. In den engen Gassen kommt es zu erbitterten Kämpfen. Das blutige Gemetzel geht auf das Konto eines einzigen Mannes. Eines Mannes, der als Schrecken der Karibik weltberühmt wurde. Fernab jeglicher Zivilisation, inmitten der unendlichen Weiten des Karibischen Meeres, liegt eines der letzten Paradiese, die Île Avache. Auf der kleinen Insel wohnen die Menschen noch immer wie vor Hunderten von Jahren. Sie kennen weder Strom noch fließendes Wasser. Der Rhythmus des Ozeans bestimmt ihr karges Dasein. Mit selbstgezimmerten Schaluppen gehen die Insulaner auf Beutejagd. Sie leben vom Fischfang, vom Schmuggel und davon, dass manchmal ein fremdes Schiff einfach verschwindet. Tag für Tag folgen sie der Tradition ihrer Vorfahren, der Piraten. Auch Henry Morgan gehörte zum Clan der Seeräuber. Stets an seiner Seite der einzige Vertraute, Alexandre Exquemelin. Der holländische Arzt verfasst den einzigen Augenzeugenbericht über den charismatischen Bandenchef. Ein außergewöhnliches Dukument über die tollkühnen und furchtbaren Taten des Henry Morgan. Sie drehten ihm einen Strick um den Kopf, schnitten ihm Nasen und Ohren ab und hingen ihn an seinem Glied auf. Schließlich ließen sie ihn erstechen. Auch den Mönchen ging es nicht viel besser. Die Weiber verschonten sie nur, wenn sie ihnen zu Willen waren. Manche zwangen sie auch dazu, holten sie unter einem Vorwand und vergewaltigten sie. Morgan, der ein Vorbild hätte sein sollen, war nicht besser als die anderen. Für den Historiker Peter Earle ist Morgan mehr als nur ein grobschlächtiger Geselle. Der Engländer erforscht seit über 20 Jahren die Geschichte des Piratentums. Er weiß, der Freischärler spielte eine Schlüsselrolle beim Aufstieg der britischen Krone in der neuen Welt. Wirtschaftlich wie militärisch. Henry Morgan war erfolgreicher als alle anderen Seeräuber. Er war der überragende Denker und Lenker irregulärer Truppen. Die Leute, die er führte, waren Gesetzlose. Sie waren raue Gesellen. Aber Morgan schaffte es, sie unter Kontrolle zu bringen und straff zu organisieren. Morgan war ein herausragender Guerillaführer, auf seine Art ein Militärgenie. Skrupelloser Mörder oder Spielball machthungriger Kolonialherren. Ein internationales Expeditionsteam begibt sich auf Spurensuche. Der deutsche Ingenieur Klaus Kepler leitet das Unternehmen. Die Männer wollen die historischen Wirkungsstätten des legendären Piraten ansteuern. In der Hoffnung, aus den archäologischen Hinterlassenschaften erstmals den Lebensweg des Abenteurers nachzuzeichnen. Das Operationsgebiet? Die karibischen Inseln Jamaika und Haiti sowie das panamesische Festland. Vor 350 Jahren das Herrschaftsgebiet der Spanier. Regelmäßig überfielen Piratenbanden die Handelsgaleonen des europäischen Königshauses. Zunächst auf eigene Faust. Bis die Engländer versuchen, in der neuen Welt Fuß zu fassen und den Spaniern den Krieg erklären. Von da an kämpfen die sogenannten Bukaniere ausschließlich im Auftrag Großbritanniens. Die eingeschworene Truppe haust auf den kleinen Inseln. Zwielichtige Gestalten aus Holland, Frankreich und England. Sie eint der Hass auf Spanien und die Aussicht auf fette Beute. Anführer der Brüder der Küste ist niemand Geringeres als Johann Henry Morgan,
Der gebürtige Waliser ist gerade erst 32 Jahre alt. Wenn Morgan verkündete, er werde eine Stadt angreifen, dann meldeten sich sofort Hunderte. Jeder von ihnen glaubte, das wird ein Erfolg. Morgan war eine klassische Führernatur, der man sich gerne anschloss. Sie kamen gerne zu einer Persönlichkeit wie Henry Morgan, denn bei ihm war der Erfolg garantiert. Seine Schaltzentrale, die Isle Abash. Von dort aus plant der Stratege seine spektakulären Coups. Henry bittet zum Rendezvous, lautet der Geheimcode, dem die Gesetzlosen bedingungslos folgen. Jeder, der die Losung erhält, weiß genau, wohin er gehen muss und was ihn erwartet. Ein Auftrag auf Leben und Tod. Das Versteck Morgans liegt etwa 5 Seemeilen südlich von Haiti, dem ehemaligen Hispaniola. Gut geschützt, denn das Eiland umschließt ein gefährliches Riff, das den Ort nahezu uneinnehmbar macht. Auch das Forscherschiff wagt sich nur vorsichtig in den sicheren Hafen über eine enge, sehr flache Fahrrinne. Die Ankunft der Wissenschaftler beäugen die Einheimischen kritisch. Fremde Gesichter sind sie nicht gewohnt. Nur wenige Meter vom Strand entfernt beginnt das fruchtbare Hinterland. Mit Kühen, saftigen Weiden und exotischer Vegetation. Das Wertvollste aber, damals wie heute, ruht verborgen hinter meterhohen Sträuchern und dichten Gräsern. Nur vom höchsten Berg der Insel, dem Kadibal, ist es zu entdecken. Der Hauptschatz von Henry Morgan war dieser Süßwassersee im Hintergrund. Er konnte mit seinen Schiffen anlanden in dieser Bucht hinter dem Hügel. Er konnte da drüben in dieser Bucht anlanden oder in dieser Hauptbucht hier. Der Transport von Wasser war nicht weit. Er hatte also in der Hauptsache Wasser, Süßwasser. Er hatte Kokosnüsse, Bananen, Fische. Für Henry Morgan ein ideales Piratenversteck. Eine palmenumsäumte Trutzburg, in der er mit seinen Kumpanen monatelang in Saus und Braus lebte. Und noch ein Pluspunkt machte die Isle Abash, die Insel der Kühe, zum attraktiven Domizil. Nur die Einheimischen kennen den Weg übers Wasser zu einer schmalen Schlucht. Dort klafft der Eingang einer riesigen Höhle. Durch ein Labyrinth von Gängen und Gewölben stößt das Team immer weiter vor. Ein längst vergessener Ort. Zu jener Zeit aber schleppten Piraten Tag für Tag ihr Hab und Gut in den hochaufragenden Raum. Das geheime Versteck im Schutz der kühlen Felsen barg Unmengen an Beutestücken, Waffen und Schießpulver. Es gibt Höhlen, die haben 2 Eingänge oder 3 Ausgänge, also wie ein Fuchsbau angelegt. Und das war natürlich für Piraten eine sehr sichere Angelegenheit. Sie konnten von hinten, von vorn, von oben nicht überrascht werden. Sie hatten nur einen einzigen Eingang und der war um Meer zugerichtet. Ein ausgezeichneter Aussichtsposten zur Früherkennung feindlicher Schiffe. Sommer 1668. Wieder einmal tüftelt Henry Morgan an einem waghalsigen Plan. Mit einer Elitetruppe will er die blühende Handelsmetropole Portobello überfallen. Seit der Entdeckung durch Christoph Kolumbus siedeln in dem Ort an der Ostküste Panamas vor allem spanische Kaufleute und Mitglieder christlicher Missionsorden. Der gigantische Naturhafen, in jenen Tagen der wichtigste Umschlagplatz Mittelamerikas für exotische Gewürze und Edelmetalle. Grund genug für die Engländer, das wohlhabende Portobello bereits 1596 einzunehmen. Nach einigen Jahren aber ziehen sie sich aus der Region zurück. Der König von Spanien befiehlt daraufhin, die beschauliche Stadt zu einer waffenstarrenden Garnison auszubauen. An keinem anderen Platz in der Karibik stehen so viele Kanonen, das eiserne Rohr ausgerichtet auf die Einfahrt in die Bucht. Auf 4 Festungen, rund um das Hafenbecken verteilt, sind 600 Soldaten Tag und Nacht im Einsatz. Denn Portobello bildet das Ende
der Gold- und Silberroute, die von Südamerika aus über Panama und verschlungene Dschungelpfade bis in die Hafenstadt führt. Tonnen der kostbaren Ladung erreichen auf schwer bewaffneten Fregatten schließlich Sevilla. Am Hofe des spanischen Regenten verarbeiten Goldschmiede das begehrte Material zu einzigartigen Kunstwerken. Gold und Silber, auch Henry Morgan hat es darauf abgesehen. Im Dunkel der Nacht schleicht der Piratenchef mit 4 Schiffen und 8 Schaluppen an der Küste von Portobello entlang. Die Festung von See aus anzugreifen, erscheint dem Waliser zu gefährlich. Er entscheidet sich für eine Operation an Land. Wie ein Feldherr organisiert er den Überfall. Auf kleinen Kanus erreichen seine Bodentruppen unbemerkt den Strand. Vorsichtig pirschen die Männer bis an die Mauern heran. Das Archivo General de Indias bewahrt ein besonderes Dokument, von Henry Morgan am Vorabend der Schlacht persönlich verfasst. Die Articles of Agreement, ein Vertrag, der unter Historikern als Sensation gilt. In Englisch geschrieben, regelt das Schriftstück die Versorgung der Piraten im Notfall. So unglaublich es klingt, die Männer erhielten eine Lebens- und Sozialversicherung. Neben der Verteilung der Beute geht es vor allem um die Vergütung der in der Schlacht verletzten Männer. Wenn zum Beispiel ein Kämpfer ein Bein verlor, wurde er mit einem festgelegten Betrag oder aber mit 6 Sklaven entschädigt. Zudem wurden Zahlungen für besonders tapfere Männer festgelegt. So wurden diejenigen belohnt, die zuerst die Flagge auf einem feindlichen Fort hissten oder als Erste eine Sturmleiter an die Festung stellten. Alle Piraten unterzeichneten diesen Vertrag. Damit verpflichtete sich jeder Freibeuter, sich an dieses wirklich einmalige Dokument zu halten. Die endlos lange Unterschriftenliste liest sich wie ein Who is Who der karibischen Piratenprominenz. Die Freibeuter waren die demokratischste Gemeinschaft des 17. Jahrhunderts. Die Tatsache, dass die Männer so eine Vereinbarung mit ihrem Anführer trafen, ist einmalig in jeder Zeit. Eine solche Vorgehensweise findet sich damals tatsächlich nur bei den Brüdern der Küste. Auf den Angriff der organisierten Bande sind die Einwohner von Portobello nicht vorbereitet. Schon gar nicht auf eine Attacke von Land. Der Überraschungseffekt gelingt. Morgens Männer stürmen mühelos das erste Fort. Auf dem Weg zur nächsten Anlage jedoch stoßen sie auf heftigen Widerstand. Ohne zu zögern nimmt der Piratenchef Nonnen und Mönche als Geiseln und zwingt sie, die Sturmleitern an die Außenmauern zu stellen. Als menschliche Schutzschilde mussten die Ordensleute die Riege der nachrückenden Meute anführen. Ein Selbstmordkommando. So erobert Henry Morgan den wichtigsten Handelshafen der Spanier. Der Auftakt zu einer Reihe beispielloser Überfälle, die alle seine Handschrift tragen. Sein Vertrauter Alexandre Exquemelin schreibt später, der Statthalter wunderte sich sehr darüber, wie es 400 Mann allein mit Handwaffen möglich gewesen war, die starke Festung zu überwinden. Morgan empfing den Gesandten freundlich und gab ihm ein französisches Spezialgewehr mit, dessen Lauf 4,5 Fuß lang war. Morgan machte die Waffe dem Residenten zwar zum Geschenk, kündigte aber gleichzeitig an, sie sich nach 1 oder 2 Jahren in Panama zurückzuholen. Eine Drohung, die der spanische Statthalter von Panama nicht ernst nimmt. Ein fataler Irrtum. Beflügelt durch den Erfolg von Portobello gibt Morgan bereits 3 Monate später erneut die Losung aus, Henry bittet zum Rendezvous. Seine Piraten empfängt er auf der Oxford. Das Schiff, ein Geschenk des englischen Gouverneurs von Jamaika. Als Anreiz für eine zukünftige Zusammenarbeit im Dienste der britischen Krone. Der Waliser sollte den Weg ebnen zur Vorherrschaft der Engländer in der Karibik. Dafür boten sie den Bukanieren freies Geleit. Lagebesprechung in der Bucht der Isle Avache mit Rum und wilder Ballerei.
Plötzlich zerreißt eine Explosion die Nacht. Was war geschehen? Unfall oder Attentat? Bei dem Salutschießen fielen einige Funken in die Pulverkammer, sodass das Schiff in die Luft flog. Man fischte dann tagelang nach den umhertreibenden Leichen. So zumindest überliefert Alexandre Exquemelin die Katastrophe. Außer ihm und einigen wenigen anderen überlebt auch Henry Morgan auf wundersame Weise. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich der Mythos vom unsterblichen Räuberhauptmann. Festung auf Festung legt er in Schutt und Asche. Dabei operiert er stets von Land aus. Nicht einmal bestreitet Morgan einen Kampf auf offener See. Dennoch zögert London nicht, den Piraten zum Admiral der englischen Flotte zu ernennen. Damit erhält er offiziell die Befugnis, sämtliche spanischen Stellungen in der Karibik anzugreifen und zu zerstören. Fortan führt ein Bandit das Oberkommando über 36 Schiffe und knapp 2000 Mann. Letzte Vorbereitungen für den zweiten Teil der Expedition von Klaus Kepler. Auf dem Programm steht ein Tauchgang in den Gewässern vor der Insel Île Avache. Der Deutsche sucht mit seiner Crew seit Jahren nach den Überresten der Oxford. Bei seinen Recherchen in Archiven rund um den Globus machte er eine erstaunliche Entdeckung. Ein Vergleich zwischen alten und neuen Seekarten bringt es ans Tageslicht. Das gefährliche Riff vor der Île Avache ist auf den zeitgenössischen Dokumenten als etwa 10 Kilometer langes Hindernis eingezeichnet. Die tatsächliche Länge aber beträgt 12 Kilometer. Seit der goldenen Ära der Piraten sind allein 200 Boote an der unterseeischen Barriere gescheitert. Quellen zufolge könnte die Oxford im Schatten der Korallenbank gelegen haben, bevor sie explodierte. Denn die natürliche Bucht mit ihrem ruhigen Gewässer bot einen idealen Ankerplatz. Go straight ahead. Sonar, Torpedo und Magnetometer haben dem Ingenieur zahlreiche Unregelmäßigkeiten auf dem Meeresboden angezeigt. Doch sie geben keine Auskunft über Aussehen und Alter der Fundstücke. So bleibt dem Team keine andere Möglichkeit, als das Riff zu betauchen und mit dem bloßen Auge Meter für Meter zu untersuchen. Eine zeitaufwendige Aktion. Doch dann kommt das vereinbarte Zeichen. Motor Stopp und alles klar machen zum Tauchgang. Logistisch keine Herausforderung. Auf hochkomplizierte Technik oder außergewöhnliches Equipment können die Spezialisten in diesem Fall verzichten. Liegt doch das Fundfeld in nur 3 Meter Tiefe. Dafür umfasst das abgesteckte Areal immerhin 100 mal 150 Meter. In etwa vergleichbar mit den Ausmaßen eines Fußballfeldes. Inmitten der tropischen Unterwasserwelt beginnt nun für die erfahrenen Männer die eigentliche Aufgabe, die systematische Bestandsaufnahme der Objekte. Dabei müssen sie nicht nur die Gegenstände unter den Verkrustungen erkennen, sondern auch eine Ad-hoc-Diagnose stellen. Der erste aufregende Fund, ein mächtiger Anker. Die Form der Flunken signalisiert den Experten sofort die Herkunft. England. Fast unmittelbar daneben leichte Geschütze. Insgesamt 8 Vierpfünder und 3 schwere Kanonen identifizieren die Taucher. Umgeben von runden Ballaststeinen, wie sie auf Schiffen verwendet wurden. Aus den Ritzen ragt zerrissenes Kupferblech, vermutlich Teile einer alten Rumpfbeschichtung zum Schutz gegen Holzbohrwürmer. Überall verstreut Scherben von Tonkrügen. Einige davon nimmt die Mannschaft zur weiteren Analyse mit nach Europa. Die Stücke könnten bei der Datierung wertvolle Hinweise liefern. Doch schon jetzt wagt Klaus Kepler eine erste Vermutung.
Die Gegenstände unter Wasser stammen von einem Lastensegler, auf keinen Fall von einem spanischen Kriegsschiff. Die Kanonen, die unten liegen, das sind nur kleine und ganz unterschiedliche. Das ist ganz toll. Also die eine, die ist so schnuckelig, die ist gerade so. Ja. Ich habe versucht, sie so loszunehmen. Am liebsten hätte ich sie gerade so mit hochgenommen. Gell? Und sie ist eine englische Kanone. Da bist du sicher? Ja, ganz sicher. Hinten dieser Kopf da, die französischen, die sind viel länglicher. Der Wulst vom... Das haben nur die Englischen gemacht. Ja, und dann, also ich wollte nur an der Kanone nicht zu viel rumklopfen. Ja. Aber sonst würden wir mit Sicherheit die Lilie oder irgendwas sehen oben. Folglich muss das dazugehörige Schiff ebenfalls englischen Ursprungs sein. Vielleicht sogar aus der Zeit Henry Morgans. Außer der Oxford versank auch die Jamaica Merchant, der vierte Segler des Seeräubers vor der Isle La Vache. Die Eroberung Panamas. Im Dezember 1670 macht Henry Morgan seine Drohung wahr. Mit der größten Freibeuterflotte aller Zeiten segelt der frisch gekürte Admiral dem Ziel entgegen. Vorgeschoben auf einem Plateau versperrt die ausgedehnte Festung San Lorenzo den Zugang nach Panama auf der anderen Seite der Landenge. Eine Verteidigungsanlage, die vom Meer aus nahezu uneinnehmbar ist. Die massiven Mauern hielten bisher jeder noch so heftigen Attacke unbeschadet stand. Die Verhältnisse vor Ort kennt der militärische Hasardeur genau. So setzt er, wie in der Vergangenheit, auf den Einsatz seiner bewährten Bodentruppen. Zunächst läuft alles nach Plan. Sie nehmen die Außenposten unter Beschuss und dringen in das Fort ein. Doch der Feind erwartet sie bereits. Ein Überläufer hatte die Soldaten rechtzeitig gewarnt. Es entbrennt ein erbitterter Kampf Mann gegen Mann. Mit hohen Verlusten auf beiden Seiten. Die Bilanz: 284 Spanier und 100 Piraten ließen ihr Leben. Das Hissen der englischen Fahne, ein verabredetes Zeichen. Die Festung ist genommen. Morgan setzt die Flotte augenblicklich in Bewegung Richtung Bucht. Denn dort mündet der Rio Chagres, damals die einzige Verkehrsader nach Panama. Doch sein Flaggschiff, die Satisfaction, läuft auf ein Riff, zerbricht und sinkt. Noch nie zuvor fahndeten Wissenschaftler nach dem untergegangenen Segler. Die starke Strömung hat den zerbrochenen Holzrumpf über die Jahrhunderte längst weggeschwemmt. So zumindest die Annahme der Fachwelt. Doch im Schatten der Korallenbank stoßen die Taucher auf eine Fundgrube. Eine große Kanone, offensichtlich englischer Bauart. Nicht weit davon entfernt, im feuchten Sand, unzählige Eisenkugeln, von Muscheln völlig überkrustet und miteinander verbacken. Kurz darauf machen die Männer eine erstaunliche Entdeckung. Sie finden sogenannte Feuerbälle. Auch jede Menge kleine Bleikugeln legen sie frei. Munition, wie sie für Musketen und Pistolen im 17. Jahrhundert üblich war. Die Gegenstände vom Meeresboden, archäologische Hinterlassenschaften aus der Schlacht um die Festung San Lorenzo. Daran besteht kein Zweifel. Das lag ja genau in den Angriffsboden gegen die Festung hier hinter uns. Und das ist, wenn mich nicht alles täuscht, eine sogenannte Feuerkugel. Das heißt, eine der ersten Handgranaten. Man hat sie mit Pulver gefüllt, verschlossen. Hier oben war die Lunte. Und dann hat man die Lunte angezündet. Und dann ganz kurz, bevor man eine Burg erstürmt hat, hat man das rübergeworfen, um die Verteidiger abzuhalten. Unbeirrt vom Verlust der Satisfaction fährt Admiral Henry Morgan auf einer Schaluppe in den breiten Fluss ein. Dicht gefolgt von vier weiteren Booten und 32 Kanus. Besetzt mit 1600 bewaffneten Piraten und einer Handvoll Reittieren. Rund 50 Kilometer geht es flussaufwärts. Dann versiegt die Wasserstraße. Von dort aus müssen die Seeräuber zu Fuß weiter. Über einen schmalen Dschungelpfad, durch gefährliche Sümpfe und immer dichter werdenden Urwald.
bei Temperaturen von über 40 Grad Celsius. Ein neuntägiger Horrortrip. An jeder Ecke lauert Gefahr von Indianern. Die Hitze brennt erbarmungslos. Viele erkranken an Malaria. Hunger und Durst zehren an den Kräften von Mensch und Tier. Vor allem der Mangel an frischem Trinkwasser lässt die geschwächte Mannschaft umkippen wie die Fliegen. Schließlich entkamen sie dem Urwald dann doch noch und standen in der Savanne. Dort fanden sie grasende Rinder, die die Spanier zurückgelassen hatten. Und das sollten sie bereuen. Denn auf diese Kühe stürzten sich morgens Leute, die seit 4 oder 5 Tagen nichts Ordentliches mehr gegessen hatten. Sie aßen die Tiere fast roh, haben sie einfach nur kurz übers Feuer gehalten. So hatten sie die Kraft, am nächsten Tag zu kämpfen. Angespornt von der Aussicht auf reiche Beute marschiert der Tross am nächsten Morgen über die Brücke von Panama. Die Küstenstadt mit ihren Palästen, zahlreichen Klöstern und Kirchen, das Juwel der spanischen Kolonialherren. Am 28. Januar 1671 greift die Piratenarmee an. 3 wohlgeordnete Bataillone, angeführt von 200 Scharfschützen. In ihrer Verzweiflung treiben die Verteidiger sogar wilde Stiere ins Getümmel, doch ohne Erfolg. Der eigentliche Verlierer aber ist Henry Morgan. Denn die meisten Gold- und Silberschätze hatten die Verantwortlichen auf Schiffe verladen und aufs offene Meer geschickt. Wutentbrannt lässt er Panama in Flammen aufgehen. In den nächsten Wochen lautet die Devise der Eroberer: Plündern, vergewaltigen und foltern. Der Hauch des Todes zieht durch die einst blühende Stadt am Pazifik. Um jeden Preis will der Waliser die geheimen Verstecke in Erfahrung bringen. Da die Banditen nicht alle Plätze aufspüren können, rauben sie kostbare sakrale Geräte aus den Kirchen und Klöstern der Jesuiten. Zu wenig aber, um die habgierigen Männer zufriedenzustellen. Zurück im Fort San Lorenzo kommt es bei der Aufteilung der heißen Ware zu Streitereien. Morgan muss mit dem Schlimmsten rechnen. Zwischen den Brüdern der Küste und dem Admiral seiner Majestät kommt es zum Bruch, berichtet der Vertraute Alexandre Exquemelin. Als Morgan sah, dass sich die Stimmung offen gegen ihn wandte, fuhr er ab, ohne den anderen ein Zeichen zu geben, ihm zu folgen. Nur 3 Schiffe begleiteten ihn, auf denen sich seine Mitwisser befanden. Sie nehmen direkten Kurs auf Port Royal. Exquemelin ist nicht dabei. Er kehrt zurück nach Holland. Port Royal auf Jamaika. In jenen Tagen unter englischem Protektorat. Ein strategischer Brückenkopf, für die Briten wichtiger als Boston oder New York. Von dort konnten sie mit Hilfe der Piraten die spanischen Handelsschiffe mühelos abfangen. Die Stadt, eine nahezu maßstabsgetreue Nachbildung der Metropole an der Themse. Klein London unter Palmen nannten die Bewohner stolz das paradiesische Domizil. Queen Street, Lime Street oder Honey Lane lauteten die wohlklingenden Namen in Erinnerung an die ferne Heimat. Selbst das Baumaterial kam aus England. In der beschaulichen Idylle ist Henry Morgan stets ein willkommener Gast. Dort leben Piraten, englische Bürger und Soldaten Tür an Tür. Eine illustre Gemeinschaft. Heute liegt der Ort auf dem Meeresgrund. 1692 führte ein Erdbeben zu seinem Untergang. Gehen wir zuerst an die Seite. Das hier ist der Einstieg in die versunkene Stadt Port Royal. Sie beginnt am Land und setzt sich unter Wasser fort, einige 100 Meter hinaus in die Lagune, in das Meer. Und geht aber nicht sehr tief, höchstens 4 bis 8 Meter. Die Ruinen unter Wasser, für Archäologen seit jeher eine Sensation. Fundamente von Häusern, wohin das Auge blickt.
Kannen und Kelche aus purem Silber zeugen vom einstigen Reichtum. Beutestücke wie Figürchen aus feinem chinesischen Porzellan, die Morgan und seine Leute von ihren Überfällen mitbrachten. Spanische Gold- und Silbermünzen. In Port Royal über lange Zeit das offizielle Zahlungsmittel. Eingeschleppt von den Piraten, den heimlichen Herrschern der Karibik. Nach erfolgreichen Unternehmungen fielen sie in die Garnison ein und verschleuderten ihr Geld in den Tavernen und Hurenhäusern. Für die Einheimischen ein lukratives Geschäft. Auf den ersten Blick wirkte das Städtchen beschaulich. Doch Port Royal war nicht mehr als ein verruchtes Nest übler Gesellen, von den Verantwortlichen stillschweigend geduldet. Schlüsselfigur des bunten Treibens, Henry Morgan. Geschickt hält er die Fäden in der Hand. Selbst der Gouverneur Thomas Modiford kann sich dem nicht entziehen. Im Januar 1672 aber sollte sich das Blatt wenden. Eine Depesche trifft ein direkt aus London. Die beiden Männer verabreden sich im Haus des Statthalters. Der Inhalt, ein Erlass des Königs. Mit dem nächsten Schiff sollen Morgan und Modiford nach England reisen, als Gefangene in Ketten gelegt. Die Zerstörung Panamas hat die britische Regierung in Bredouille gebracht, denn zum Zeitpunkt des Angriffs gab es zwischen Spanien und dem Königshaus bereits ein unterzeichnetes Friedensabkommen. Charles II. Sieht sich genötigt zu handeln. Der britische Gouverneur Modiford wird unter Anklage gestellt und zu 2 Jahren Haft verurteilt. Im Tower zu London wandert er hinter Schloss und Riegel. Der Seeräuber Henry Morgan hingegen steigt auf zum Publikumsliebling der High Society. Als umjubelter Nationalheld eilt er von Bankett zu Bankett. Jeder wollte seine Geschichte hören. Vor allem die vom Überfall auf Portobello und Panama. Ein gewöhnlicher Mann von der Straße wäre dazu nicht in der Lage gewesen. Morgan hingegen schon. Er wusste, wie man Leute unterhält. Ein ganz gewöhnlicher Dieb hätte das nicht geschafft, Lords oder Könige zu amüsieren. Henry aber konnte das genießen und hatte dabei eine tolle Zeit. Besondere Ehre wird dem Sohn eines armen walisischen Bauern zuteil, als seine Majestät, Charles II., ihn zu einer persönlichen Audienz bittet. Die Verdienste ums Vaterland scheinen schwerer zu wiegen als moralische Skrupel. Der König von England schlägt den Piraten zum Ritter seiner Majestät und erhebt ihn damit in den Adelstand. Sir Henry Morgan ist auf dem Höhepunkt seiner zweifelhaften Karriere. Hochdekoriert verlässt er am 8. Januar 1676 die britische Hauptstadt in Richtung Karibik. Mit im Gepäck die Ernennung zum Vizegouverneur von Jamaika. Sein neues Flaggschiff heißt sinnigerweise Jamaica Merchant. Quellen zufolge ein 35 Meter großer Segler mit schweren 8 Pfund und kleinen 4 Pfund Kanonen. Die Route führt ihn entlang der Riffs vor seiner alten Schatzinsel Isle Abash. Plötzlich, in der trüben Morgendämmerung, gibt Sir Henry das Kommando zur Kurskorrektur. In einem Brief schreibt er später: Ich dachte, das Schiff sei bereits weiter südlich auf Kurs. Tatsächlich aber steuert die Jamaica Merchant unaufhaltsam auf das Naturhindernis zu. Der Navigationsfehler ist nicht mehr rückgängig zu machen. Der 4. Lastensegler, den der unfähige Seemann versenkt. Hat das Team um Klaus Kepler vor der Isle Abash den Fundort des einst stolzen Schiffes lokalisiert? Gehören die englischen Kanonen und der mächtige Anker in 3 Meter Tiefe zur Jamaica Merchant?
Dokumente aus dem 17. Jahrhundert belegen, dass ein vorbeifahrender Bukanier die Schiffbrüchigen aufsammelte und nach Port Royal brachte. Ebenso wie die Tatsache, dass Sir Henry Morgan in seiner neuen Funktion als Vizegouverneur den sofortigen Befehl erließ, sämtliche Waffen aus dem Wasser zu holen. Fast alles wird gerettet. Pistolen und Musketen fein säuberlich verzeichnet und im Fort Charles eingelagert. Die kleinen und großen Kanonen aber lässt er in den Befestigungsmauern aufstellen. Dort stehen sie noch heute, denn die Anlage blieb vom Erdbeben damals verschont. Ein Glücksfall für die Forschung. Die Salzwasserrückstände an den Geschützen sowie Form und Material bringen dem deutschen Ingenieur den erhofften Hinweis für seine Theorie. Ein Schiff dieser Größe, wie wir dort gefunden haben, müsste große Kanonen haben. Es ist beschrieben in den ganzen Überlieferungen, dass bei der Merchant Jamaica die großen Kanonen abgeborgen wurden, aber die kleinen, wie diese fast schnuckelige Kanönchen hier, liegen geblieben ist. Und wir haben unter Wasser genau dieses Modell entdeckt, und zwar 8 Stück davon, aber in verschiedenen Kalibern. Deutet auch darauf hin, dass es ein bewaffnetes Handelsschiff war. Denn Kriegsschiffe hatten nur einheitliche Typen. Und genau diese Kanone, die ich auch unter Wasser genauso anheben konnte wie diese hier, liegt noch dort. Ein wirklich in meinen Augen Beweis dafür, dass wir die Merchant Jamaica gefunden haben. Gestützt wird seine These durch zeitgenössische Berichte. Darin ist der Untergang der Jamaica Merchant vor der Isle Avache am 25. Februar 1676 verzeichnet. Der einzige bewaffnete Handelssegler, der in jener Epoche an dem vorgelagerten Riff scheiterte. Ein hochwandiger Dreimaster aus edlem Holz, bestückt mit 20 bis 25 Geschützen unterschiedlicher Kaliber. Im Warenverkehr zwischen Großbritannien und den Kolonien in Übersee ein häufig eingesetztes Modell. Die vom Meeresgrund geborgenen Fundstücke hat inzwischen ein Experte in Sevilla gründlich untersucht. Gemeinsam mit Kollegen des Archivo General de Indias kann er die Herkunft der Rumpfgewichte eindeutig identifizieren. Die Steine entnahmen Bootsbauer damals englischen Flüssen. Das hier ist ein Basaltstein, deutlich an seiner Dichte zu erkennen. Man nennt ihn auch Rollstein oder gerollter Stein. Die Steine waren damals typische Ballaststeine auf englischen Schiffen. Noch präziser fällt die Beurteilung über die Tonscherben aus. Anhand der Überreste bestimmt der Franzose nicht nur die ungefähre Jahreszahl, sondern auch die Werkstätte. Der ausschlaggebende Hinweis sind diese Ringe im Innern. Der Krug ist voller Ringe. Das war typisch für Arbeiten aus dem walisischen Buckley. Dieser Tonkrug passt genau in die Epoche von Henry Morgan. Die Jamaica Merchant sank 1676 und diese Töpferarbeiten wurden nur bis 1720 hergestellt. Sämtliche Ergebnisse weisen auf die Jamaica Merchant. Das erste Schiff des Piratenchefs, das je aufgespürt wurde. Eine kleine Sensation. Nach seiner Ernennung zum Statthalter von Jamaica wechselt Henry Morgan das Lager. Fortan baut er im Hochland der Insel Zuckerrohr an und lebt in einer luxuriösen Villa in Llanrwmni, benannt nach seinem Geburtsort in Wales. Seine große Leidenschaft, das Sammeln kostbarer Kämme aus verziertem Schildpatt. Willkommene Geschenke für die adlige Oberschicht im fernen London. Die ehemaligen Kumpane hingegen lässt Sir Henry gnadenlos verfolgen. Ein Kriegsschiff der englischen Marine jagt die Brüder der Küste quer durch die Karibik. Selbst auf der Isle Avache sind die Männer nicht länger sicher. Doch zum Zugriff kommt es nicht. Denn vor dem nahegelegenen Point Abacou verschwindet der schwer bewaffnete Segler plötzlich spurlos.
Einheimische Fischer berichten den Forschern von mysteriösen Gegenständen in den Gewässern vor der Bucht. Sie erzählen den Männern, dass sich ihre Netze immer wieder darin verfangen. Kurz entschlossen lässt Klaus Kepler noch einmal tauchen. Auf einem ausgedehnten Trümmerfeld wild verstreut unzählige Kanonen. Lage der Fundstücke und Ausmaß des Areals lassen auf einen Untergang aufgrund heftiger Stürme schließen. Die Geschütze ausnahmslos englisch und von gleich schwerem Kaliber, mit einer Länge von fast 3,5 Metern. Indiz für ein Kriegsschiff, das über 40 Meter groß gewesen sein muss. Dafür sprechen auch die 5 überdimensionalen Anker. Das sind Admiralsanker mit einem großen Ring. Das heißt, sie hatten noch keine Kette an den Ankern, sondern sie hatten noch Seile. Und das ist genau die Zeit, wo Henry Morgan noch Vizegouverneur von Jamaika war. Und er hat ja Kriegsschiffe und Soldaten hierher geschickt, um dieses Seeräubernest auszurotten. Und stillzulegen, trockenzulegen. Seine alten Kameraden. Dies allerdings gelang dem Schrecken der Karibik nicht. Das goldene Zeitalter der Piraten dauerte immerhin bis 1717. Erst eine Amnestie der britischen Krone beendete den Spuk. Mit ihrer Ausbeute ist das Expeditionsteam mehr als zufrieden. Der einzige Wermutstropfen, die Regierung von Haiti lehnt eine Bergung der einzigartigen Objekte aus Kostengründen ab. So hüten die Wellen auch in Zukunft die Hinterlassenschaften Henry Morgans. Der einst gefürchtete Freibeuter hat seinen Zenit längst überschritten. Die letzten Jahre sind nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Nacht für Nacht hockt er in den Kneipen vorn Port Royal. Ein labiler Charakter, der beim Glücksspiel Unmengen an Alkohol trinkt. Der neue Gouverneur schickt eine Beschwerde nach der anderen in die Hauptstadt an der Themse. Doch London lässt seinen Liebling in der Karibik gewähren. In den wenigen lichten Momenten plagen den Waliser schwere Gewissensbisse. Eines Tages schenkt er der Kirche St. Peter's Church völlig überraschend einen Anteil seiner Beute aus Panama. Den Schatz halten die Geistlichen noch heute in Ehren. Sein Testament? Ein einzigartiges Bekenntnis an die Nachwelt. Schon im ersten Absatz bittet der blutrünstige Seeräuber Gott um Vergebung seiner Sünden. Am 25. August 1688 stirbt Henry Morgan. Der Nationalheld Englands erhält ein Staatsbegräbnis. Im Hafen von Port Royal feuern die Schiffe letzten Salut. Bereits 4 Jahre später erschüttert das Erdbeben die Stadt und reißt weite Teile des Friedhofs ins Meer. Seither ruht das Grab von Sir Henry Morgan irgendwo auf dem Meeresgrund.